Hallo zusammen, ich habe hier ein Wemo 85F. F heißt ohne Gefrierfach. Also ich habe hinten ein F wie flach, und zwar ein Rückwandelement. Und hier besonders an dem Schrank Standard ist Band rechts, das heißt die Scharniere auf der rechten Seite, und hier sind die Scharniere auf der linken Seite. Das könnt ihr so bestellen, das ist kein Problem. Können wir liefern, wir Ablage haben wir nur rechts. Das Umbanden könnt ihr selber machen. Ich mache euch ein Video hier, wie man so einen Schrank umbandet. Aber dieser Schrank hat als Option den Digitalthermostaten. Das heißt, ich habe hier einen Thermostaten, wo ich den Schrank einschalten kann. Ich kann die Temperatur verstellen. Ich könnte eine Anlaufverzögerung reinmachen und so weiter. Umdrehen. Und ich sehe, was für eine Temperatur im Kühlschrank drin herrscht. Sonst ist der Kühlschrank Standard, abgesehen noch von der Option für 230 Volt. Also ich habe hier 230 Volt Anschluss und einen 12 Volt Anschluss. Durch das habe ich eine Vorrangschaltung. Wenn ich beide Kabel einstecke oder anschließe, dann läuft er auf 230 Volt. Wenn dann jemand im Boot am Land den Stecker rauszieht, habe ich hier keine Spannung mehr. Dann schaltet er zurück auf die Batterie. 85F haben wir Standard nicht am Lager. Momentan müsst ihr mit 2 Monaten Lieferfrist rechnen. Ja. Ist sehr viel verbaut in Wohnmobilen. Es gibt ein Absorbermaß, was genau gleich ist. Ich verlinke euch unten den Katalog. Hier das Umbanden, hier den normalen mit Eisfach und hier die ein bisschen breitere Version mit fast 100 Liter Inhalt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.